Hallo Leute, ich wollte euch mal heute einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, wie ihr euren Wellensittich hier von der Hand füttern könnt. Und zwar habe ich gerade selber rausgefunden. Und zwar saß er auf seinem Käfig hier, was ihr hier hinten seht, dieses eiserne Ding. Und da saß er halt drauf und da habe ich mit dieser Kolbenhirse ein bisschen auf meine Hand gelockt und es auf meine Hand gestreut. Und ja, also wie ihr seht, ist es wirklich schon viel, viel zutraulicher oder zahmer geworden. Und er hat jetzt nur gerade ein bisschen Angst, weil diese ganze Kamera hier steht. Aber sonst ist er ganz gut hier. Und er hat die ganze Zeit hier gefuttert. Und ja. Also, ich habe ihn hier auf diesem Käfig so gelockt mit dieser Kolbenhirse. Und das könnt ihr auch versuchen. Ich versuche ihn jetzt mal ein bisschen meine Hand zu füttern. Der geht schon ganz auf meine Hand drauf. Das ist voll süß. Okay, das reicht schon, meine. Ah, oh, wie süß. Jetzt gebe ich ihm mal so ein kleines Ding. Ja. Ich habe es auch so wie bei Flecky, weil der ist schon irgendwie so vom Charakter hier her sehr gut zahm, zutraulich. Also, Flecky ist auch noch so zutraulich, weil wir haben ihn ja ganz klein gekauft. Und unsere anderen Wellensittiche, die haben wir, also unsere, die wir gekauft haben, nicht unsere Küken, die haben wir in einem ganz normalen Laden gekauft und da waren die auch nicht gerade sehr jung. Und deswegen waren die auch schon so verschreckt von den ganzen Leuten. Und dieser Welle kam halt von einem Züchter und war noch ganz klein. Und deswegen ist er auch so zutraulich. Manchmal lässt er sich auch streicheln, aber nicht so gern. Und er klappert meinen Finger an. Und er ist so weich. Also, und vergesst nicht, wenn ihr ihn streichelt, auch ein bisschen mit ihm zu reden. Und ihn da, also damit er euch auch kennt und so. Also zum Beispiel so. Damit er nicht so viel Angst hat. Und sich an eure Stimme auch gewöhnt. Also mir hat noch jemand gesagt, dass unsere Katzen den Wellensittich sich ganz verschrecken würden. Aber wie ihr seht, liegt Bella da und Flecky ist hier auf dem Käfig. Immer das was. Da. Flecky ist ganz nebenan auf dem Käfig. Und Bella könnte theoretisch einfach hochspringen und ihn aufessen. Aber Bella liegt da ganz gechillt. Und Kitty liegt auch da ganz gechillt. Also Kitty liegt hier auch auf dem Bett meines Bruders. Und ja, also unsere Katzen sind ganz entspannt bei Flecky. So, also Flecky sitzt jetzt auf dem Käfig. Jetzt versuche ich ihm euch mal zu zeigen, wie ich ihn hergelockt habe. Ich glaube, jetzt geht er sogar ganz alleine schon rauf. Und dann immer ein bisschen die Hand bewegen, damit er dann nur auf die Hand gehen kann, um das Futter zu kriegen. Ja, das geht ganz leicht. Aber wenn euer Mensch ein bisschen schreckhafter ist, dann lockt ihr ihn erstmal mit so einem Stück, mit so einem kleinen Stück an, damit er mal näher und näher zu eurer Hand kommt. Aber vielleicht macht das schon automatisch, wie ich sehe. Und ja. Ach ja, noch ein Tipp, den ich auch von ihm mitbekommen habe. Dass ihr diese Kolbenhirse eben an besten nur als Leckerli geben können solltet, damit er das halt auch als Leckerli sieht. Und ja, also damit er sich nicht denkt, dass es normales Futter ist und da nicht besonders gerne rankommen will, weil das ja normal ist. Ich finde es irgendwie toll, dass er sich so schnell an dieses Futter gewöhnt hat. Dass er so schnell auf meine Hand geht einfach. Habe ich nicht gedacht. Aber ich hoffe, bei euch klappt das auch so gut. Okay, die Kamera. Also, und wenn Flecky weiter so zahm bleiben wird und noch besser zahm wird, dann kaufen wir Flecky auch eine Freundin und dann machen wir mit ihrer Freundin noch ein paar Zahmübungen. Und ihr könnt noch ein paar Vorschläge machen, welche Farbe am besten zu Fleckys Freundin passen würde. Und vielleicht auch Namensvorschläge. Man weiß ja nie. Ja, also Flecky sagt euch dann Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war ein kleines Video. Mit einem kleinen Tipp. Und ja. Die Katzen sagen auch Tschüss. Tschüss.
Warte mal. Wir gucken mal, ob Flecki Angst hat vor unseren Katzen. Nimm mal Flecki, da. Wie ihr seht, sind sie immer noch ganz ruhig. Ah, Bella, Bella will ihn haben. Okay, dann sagt euch Flecki Tschüss. Quick, 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 quick.